Jetzt geht's auch. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Conan Exiles. So, das ist jetzt die Aufstellung für die Purge 7. Ja, was habe ich noch geändert? Ich habe da noch die Wandfortzung. Wo habe ich noch? Mehr habe ich leider nicht mehr. Jetzt war's. So. Hier die Bahn vorgezogen. Halt, wo stehst du da noch draußen rum? Das ist ja auch noch drinnen. Kollege. Geht ja nur draußen rum. Das soll nicht so sein. So ist da doch einer gekommen. Das wird wahrscheinlich ganz schön ins Gewusel da. So. Du. Nimmst du her. Ja, da oben die Feuer sind besetzt. Da stehen am Bogenschützen bereit mit Giftgaspfeilen, die nebeln den Hof ein hier hoffentlich. Ich hoffe, dass die nicht weggelaufen sind, alle so eingestellt, dass minimale Folgedistanz haben. Schauen wir mal. Das sind die vier, mit denen wir angreifen. Mal schauen, ob die da vorne wieder aufbauen oder links oder rechts. Mal gucken. Aber sie müssen auf jeden Fall da rumdumm, um da rein zu kommen. Hoffe ich. Nicht, dass die versuchen, da durch die Wand zu kommen, aber es war jetzt auch nicht so schlimm. Gott sei Dank. So, da müssen wir ein bisschen Gold nachlegen. Da ist noch die letzte Verteidigungstante. Da steckt, glaube ich, noch einer am Feuer. Ja, mehr Personal habe ich noch nicht, oder? Und die hat nicht mehr Rüstung. Ach, ja. Naja, wenn es so weit kommen, sehr vorbei. Dann habe ich da die Schlangen, aber da. Jetzt müssen wir ein bisschen Gold mitnehmen. Bisschen was haben wir ja noch. Schauen wir, wie viel wir brauchen, bis wir auf Purge 7 kommen. So. Haben wir 1000 rein. Do you have more to add to the coffers? More is always better. Haben wir 1000? Yep, das reicht. Purge 7. Also da sind die Schlange nur als aller letzte Verteidigung. Ich hoffe nicht, dass wir es brauchen. Hallo? Ja. Irgendwas stimmt mit meinem Headset nicht. Das macht auch komische Matenten, ja. Diese Matenten macht das. So, wir haben eine Heiltränke. Unten. Der habe ich auch noch dabei. Ja. Achso, ich muss ja die Purge starten. Wenn ich die Purge nicht starte, geht's nicht los, gell? Schaut auf jeden Fall schon nicht schlecht aus. Ja. Ja. Gänge hat dann voll mit Feuer, wenn du an eine kommst, also die hinten zumindest, da habe ich noch kein Personal nicht. So ist das, was ich da so zusammenklampft habe, was da so rum ist. So ziemlich alles. Hauptsächlich Kämpfer unterste Ebene. Aber das wird schon da zum Fassl aus Land, das wird schon funktionieren. Aber wenn es gut geht, kommen wir uns ja gar nicht so weit. So, wir sollen eigentlich die Nahkämpfer mal ja noch anders einstellen, dass die vielleicht nicht so weit für die stürmen. Dass die näher bei mir bleibt. Die muss ich vielleicht noch umstellen, ja. So, zack, Einstellung. Ganz eng bei mir bleiben. Und Verfolgungsdistanz auch ganz gering. Und auf jeden Fall alle Gegner angreifen. So, bei dir dasselbe. Muss man schnell mal, also ganz dicht bei mir. Folgedistanz ganz gering und auf jeden Fall alles angreifen. Angriffsdistanz brauchen wir bei denen ja nicht, oder? Nein. Nein, verkehrt. Alles angreifen.
springen. Bei dir habe ich das noch vergessen. So. Ja, das müsste doch mal passen für den Anfang. Dann schauen wir mal, was sie tut. Mit der Purge 7. Silberbahn, ja, danke. Wohlstand verkünden. Ja, ich muss hier raus. Ich muss raus, muss meine Männer rein. Macht man hier vor den Nosen zu? Was er nicht sein. Jetzt natürlich nicht automatisch sagen folgen, weil sonst hupfen die da oben, aber so. Haben wir wieder soweit. Aufbaut haben sie. Sollen wir schauen, wo sie sind? Ich hab's gehört, dass sie aufgebaut sind, aber wo? Da oben. Ah, interessant. Wo kommen dann die Feinde rüber? Kommen die den Weg da rüber? Oder laufen die da hinten rum? Da kommen sie. Laufen sie da außen rum? Eieiei, wenigstens haben wir keine Probleme mit den Bogenschützen vor den Türmen. Schlagt sie, wo ihr sie trefft. Ja, die Gaspen werden schon geil. Wir haben ja nicht mehr Rüstung, aber was sind das? Helfstruppen. Zwangskämpfer. Es ist ja wie die Schnitzelparty da. Da ist noch einer. Achso, ist gestorben. Dann kommt sie, schafft sie es auch ohne mich. Da macht sie es fertig. Also, die haben da gegen die Giftpfeile gar keine Chance. Das ist Pötsch. Das ist ja geil. Ins Foto. Also die Hilfstruppen, die sind ja lächerlich. Jetzt mal weiter zurück. Lass mal die Bogenschützen ein bisschen arbeiten. Was tut's denn jetzt da oben? Warum? Ah. Jetzt stehen die wieder so saublätt, die Bogenschützen, dass die nichts machen können. So, schaut euch das an. Ah. Kimmel, Hilfstruppen ist doch langweilig. Schickt mir gescheite Soldaten. Ach, Kim. Ich werde jetzt mal eingestellt auf Mordskampf, da Mordsverteidigungseinheiten und dann kommt da nichts. Also sollte es eigentlich alle angreifen, gell? Das ist eigentlich schon klar. Gell? Attack all! Nicht unbedingt die Golems schlagen, die heilen nicht. Ja, komm, du, lauf. Komm. Zack. Ach, dann nimm. Ach, komm. Das ist Purge 7. Eine Säuberungswelle besiegen. Ja. Meister der Kriegssklaven. Das war's wohl mit dir, Meister. Du hast da nichts dabei. Ach, komm. Das macht doch gar keinen Spaß. Oh, da kommen echte Truppen. Haha, jetzt sind sie fast umgangen, die Schweine. Echte Truppen. Oh, schon dreimal hier.
Ich hab's alles im Griff. Lass mal den jetzt umeinander laufen, dann macht nur Scheiße. Das ist einer von mir. Aus. Jeder. Da hinten habt ihr nichts verloren. Sperrgebiet, nur für Personal. Ah, ein paar Goblinsgänger vielleicht drauf. In the name of Set. Sehr unlustig. Wenn man in zwei Hälften teilt. Also ist cool. Was tut es da? Jetzt habt ihr es im Griff. Gut. Bogenschützen. Die Bogenschützen ballern auch gescheiter, nehme ich. Die nächste Horde bitte. Da kommt's. Ich kann nicht, dass wir irgendwo welche von hinten kommen. Und drauf. Schatz, kann man nichts hier. Du musst schon mehr aufbieten als das bisschen da. Oh, ich häng fest. Au, Dreizack im Rücken ist auch uncool. Da ist er, der ist aber flott. Nichts wird da demoliert. Gegen was kämpft eigentlich der Golem, oder? Ah, der hat da nur einen tatsächlich. Was ist jetzt? Kann nicht laufen? Ah, jetzt auch. Jetzt dunkel. Haben wir Fackel dabei? Aber natürlich, das wird nicht mehr lang, oder? 4 Minuten. Kommt mal ein bisschen zurück, Männer. Ein bisschen zurück, sehr gut. So. Was ist da los? Zack, die Bohne auf mit der Rübe. Wieder eine Winge. Jetzt schicken sie aber Demolisher, aber die kommen halt nicht bis zum Mond. Bis zur Tür schaffen sie es nicht.
Was? Enemy am Gate. Macht es platt. Well, Gott sei Dank. Keiner am Gate, oder? Nein. Was tut jetzt da? Da ist ja gar keiner mehr. Yeah. Ab, 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 ab. Geht dann nicht so sinnlos rum. Du auch nicht. Ausfallschritt macht die. Ja, nicht mehr. Oh, da oben ist der Chief. Den müssen wir jetzt leider hier. Den müssen wir durch den Bogen schützen. So, was du da? Geh mal weg da, musst du durch. In the name of Set. Ja, ja, gehen wir mal mit da. Ich habe ein gutes Set für dich. Oh, du wirst gerade verprügelt, mein Freund. Victory! Geh mit deinen Schlüsseln. Was ist da los? Naja. Purge 7. War jetzt nicht das Problem. Daher gibt's eine neue Schweinepriester. Jetzt einmal ganz schnell mit meinen Leuten stehen lassen, weil sonst kann ich die Vieri da nicht mitnehmen. So, was haben wir denn da? Das ist ein Schatz, das nehmen wir mit. Oh, ein Kristall haben wir, den nehmen wir mit. Die Schattenblüten nehmen wir mit, das Herz nehmen wir mit. Den Nutzen. Sprache erlernt. Stygischer Plantisch. Benutzen, danke. Spinnenzack, den nehmen wir mit. Was zum Essen, das Wasser, die Heilter, das Zauberzeug. Was haben wir denn da? Silber, was zum Essen. Und das war's schon, da ist das alles Müll. So, jetzt gehen Sie mal schnell mit. Den packe ich mal schnell da unten. Da geht's einmal her, da geht's einmal her. Stop following. Danke. So, jetzt schnell die raus, bevor du da verschwindest. Was bist du? Können wir mal raus? Bogenschütze. Naja. Ich hoffe, der ist immer nerviert. Ist einer nerviert vor euch? Tänzer Stufe 3. Künstler T4, Vakis Leichtfuß. Und ein Bogenschütze. Ist jetzt da einer von euch erwirrt? Bewacht. Nein. Folgen. 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 Du folgst schon, oder? Ja. Ja. So, sonst ist da nichts, gell? Nein. Nö. Nur noch die Bogenschützen da oben. Auf dem Tisch liegt gar nichts, oder? Nein, da ist auch keine Truhe mehr. Nö. Gut, wir gehen. So, das war jetzt Purge 7. Hm. Naja, bin jetzt nicht sehr beeindruckt, aber naja. Sehen wir mal schnell hin mit. Mal schauen, wo wir die einsetzen können. Vielleicht auch oben auf der Mauer. Die Tänzer bringe ich hoch zum Tempel. So, wie schaut es denn da bei euch aus? Lebt da noch alles? Was tust du noch? Du, es habt nur Spaß, so wie man das anschaut. Ja, ist gut. Warte mal, stell dir mal so her. Nein, die hört nicht auf. Okay, wieder ein neuer Bug. Was auch sonst? Stop. Following. Ja, gut. Also, das war Purge 7. Bin jetzt nicht sehr beeindruckt. Schauen wir mal, wie Purge 8 läuft. Das sehen wir in der nächsten Folge. Meine Männer wieder heimbringen.
der nächsten Folge sehen wir dann Purge 8. Ich muss da noch die Spikes bis daher bauen, dass die da nicht da und da hinlaufen und da nicht hinlaufen. Stop following. So, den Künstler. Mal auf Zeiten. Mal einen Künstler auf Zeiten. Du bist ein Bogenschütze und du bist ein Bogenschütze. Gut, jetzt kommt es dann da hoch. Jetzt braucht es nur Bögen, den nehmen wir dann mit. Jetzt braucht es keine Bögen. Jetzt bleibt es einmal da. Nein. Follow. Follow. Künstler kann man nicht da rein, da, oder? In die Wirtschaft. Schauen wir mal. Ob die Künstler für irgendwas brauchen, aber wahrscheinlich eher nicht. Am nächsten Bewaffnen und unten einstellen in die Defense. Aber den Name, den nehmen wir uns mal auf jeden Fall. Den nehmen wir auf jeden Fall mit heim. Den können wir auf jeden Fall brauchen. So, wo bleibt's denn? Na, schnell seid's nicht, Kinderchen. Ja, kommt's rein in eine gute Stube. Du bist da named. Ja, die hätte ich gern eigentlich. Eigentlich hätte ich die ja lieber hinter der Bar. Oh Gott. Sitzt der hier mal daher. So. Ja, genau. Also, ich trinke noch mal eine mit den zwei und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zuschauen, danke für dabei sein. Bis zum nächsten Mal. Servus.